Wir sind im Fokus. Aus Habt ihr gerade Vietnam-Flashback oder was? Aus irgendeinem Grund sind wir der Hoffnungsträger. Warum? Weiß ich. Oh. Wir haben wieder Licht! Aber was muss ich machen? Soll ich euch jetzt einfach alleine lassen? Oder muss ich wieder runter? Ja, da geht's gar nicht weiter. Warte mal, ihr seid jetzt mit mir hier hochgefahren, damit ich den Knopf drücke? Guck mal, das ist schon wieder sowas Komisches. Warum könnt ihr nicht einfach hier selber hochfahren? Prototype knows we're coming by now. You try to escape? He'll kill you before you ever reach that front door. Okay. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. Kein Problem. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. Das ist richtig. You are perfect for this. Und wer ist deine Freundin? Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Guck mal, das ist das, was ich jetzt nicht checke, ne? Wir sind doch ein geiles Team. Warum müssen wir uns jetzt wieder in aller Horrorspielmanier einfach splitten? Was soll das? Wieso können wir dir nicht einfach eine Falle stellen? So ein bisschen ködermäßig. Weißt du, wir hängen dich irgendwie an einem Seil wie eine Pinata. Ja, Olli, geil. Komm, Olli, sag mir, was wir drauf haben. Hey, hey, it's me again. Freu mich so. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Okay. Da läuft jemand. Jetzt sag mir nicht, der läuft hier einfach so rum. Oder waren das die oben? Olli? Oh, also es piept hier, aber soll ich da reingehen? Das war der Aufzug. Leute! Warum ist es in solchen Spielen immer so, dass die irgendwie Bock haben, zusammenzuarbeiten, aber einfach sagen, ja, wir gehen jetzt. Oh. Und jetzt? Wohin? Der hat gesagt, ich soll das in irgendeine Statue reinstecken, aber was für eine Statue denn bitte? Habe ich irgendwas verpasst? Stain, danke für den Raid, Alter! Vielen Dank für den Raid! Einen wunderschönen guten Abend! Willkommen! Ich hoffe, wir haben einen schönen Stream gehabt, Mann! Hä? Olli, können wir nochmal ganz kurz uns connecten vielleicht? Wer das macht mal? Einmal nochmal. Ich hätte da noch eine Frage. Ich kann das Kabel. Warte. Was piept? Was piept hier so? Was piept? Ist das das Ding, was ich in der Hand habe, oder? Jo, wie lang ist denn das Kabel? Nee, das ist ein anderer Sound. Hier. Hä? Wohin? Kann doch nicht so lost sein, oder?
Hier. Hier. Ich habe mich gerade übrigens schon für den Raid bedankt. Ich weiß nicht, ob du Werbung hattest, aber vielen Dank für den Raid, Alter. Ich hab viel Spaß gehabt. Leute, es piept dir die ganze Zeit, ich werd verarscht. Warte mal, muss ich hier runterlaufen? Ich muss hier runterlaufen. Als ob das Kabel so lang ist. Hier rein. Zur Hälfte fertig. Everywhere is pretty dangerous around. Zur Hälfte fertig. That playhouse especially. Yuck. So, your best bet is probably the school. Warte mal. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Jetzt mal eine Frage. Ich meine, wir müssen doch anscheinend so oder so ins Playhouse, oder? Ist es nicht so das Beste, wenn wir das Schlimmste zuerst weg haben? Ich meine, was bei heute können wir besorgen und so? Also, wir sollen in die Schule? Ich will nicht in die Schule. Der kommt um die Ecke mit Überraschungstest. Was soll das? Okay, wir gehen in die Schule. Haben wir jetzt gerade richtig Bock drauf. Gar kein Problem. Ab in die Schule. Okay, wir haben Strom immerhin noch hergestellt. Da, also das soll anscheinend ganz schlimm sein, ja? Wahrscheinlich, weil es so eine Art Zirkus ist. Wo ist die Schule? Ist das die Schule? Das sieht ja aus wie ein Rathaus. Das könnte die Schule... Ja, da ist eine Glocke. Das muss die Schule sein, oder? Geil, Leute. Achtung! Nachsitzen! Ich weiß ja nicht. Also, ich versuche irgendwie alles in Frage zu stellen. Auch, dass sie irgendwie Bock haben auf mich und irgendwie mit uns befreundet sein wollen. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie Sinn macht, dass die uns hassen. Hallo? Also, ich sage jetzt schon mal gleich voraus, ich habe meine Hausaufgaben vergessen, ne? Schönes Bild. Also, wenn ich an einem Montag aufstehe und das zuerst sehe, habe ich richtig Bock auf Schule. Richtig Bock. Da kriege ich sofort gute Laune, ey. Guckt euch das mal an. Typisch Schule. Nein, wir sind, das ist ernst. Das ist ganz ernst hier. Hallo? Ich bin der neue Schüler. Ene, mene, miste. Rappelt. Komm, scheiß drauf. Rein! Das sind die Umkleid... Das sind die... Okay, make this quick! Turn on the generator, leave, and plug the school's power cord into the center! Als ob das so einfach ist! Be careful in there! I don't think I can connect to you on that side of the dome! And you won't be alone! Das sieht ja fast aus wie meine Schule! There's someone else in there too! Fühl ich! Natürlich bricht jetzt die Verbindung ab, ne? Olli, hast du wieder schön das Timing zurechtgelegt. Also, er hat gesagt, hier sind welche drin, aber es sind nicht meine... Er wollte... This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Kein Betreten der Flure ohne Ausweis? Warum flackert denn das Licht da jetzt? Also, sind wir jetzt im Berghain oder was? Leute... Ich glaube, jetzt wird das ein Tänzchen hier. Reading is fun. Ja. Überleben auch. Hi. Ach, guck mal, die haben auch gespielt. Bitte. Was ist das denn? Was war das? Ich will die lesen. Noch vor wenigen Wochen war jetzt die Stunde der Freude. Heute herrscht nur noch Stille in dieser Schule. Ich glaube, keiner von uns hier weiß, wie er damit umgehen soll. Die Flure ohne die Kinder tragen selbst die kleinsten Geräusche weiter, als wenn sie Schreie wären. Die anderen Lehrer und ich erschrecken uns ständig gegenseitig. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Irgendetwas hat heute Morgen die Eingangstür abgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, sie zu öffnen. Alter, hier wurden einfach Leute eingesperrt. Das waren wahrscheinlich diese komischen, lustigen Übernachtungspartys in der Schule, wo alle immer so richtig... This is Mr. Light speaking. Please
excuse the interruption. Ja. Students, remain in your seat until the bell has rung. Hab ich verstanden. And no going in the halls without a hall pass. Hab ich auch verstanden. Okay, komm, wir haben hier Strom. Wir bleiben konzentriert. Olli hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Und ich glaube, wir sollen hier nicht entdeckt werden, oder? Hallo? Hier wohnt jemand. Hier schläft jemand. Hä? Aber warum? Und warum so aggressiv? Warum diese Hass gegen die Spielzeuge? Ich verstehe das immer nicht. Was ist... Ich weiß jetzt nicht, ob das schon eine Art neuer Fetisch ist. Wofür dieser Strom? Wir haben Strom, wofür? Wofür Strom? Ah! Okay. Wir müssen eindeutig das Ding aufmachen. Ich hab einen Ausweis! Na komm, zeig dich. Wer kontrolliert meinen Ausweis, hm? Wer möchte mich in meinen Rucksack reinstopfen? Wer möchte die Unterhose hochziehen? Irgendjemand wird hier gleich sowas von rummobben. Das ist immer so. Schule immer mobben. Oder? Scheiße. Hi! Ich bin die Austauschwurst. Glaube ich. Strom. Warum immer diese Durchsagen? Wieso? Okay, warte mal. Das ist doch so ein typischer Cut. Wenn wir da durch sind, Leute, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Das glaube ich nicht. Alles andere wäre Quatsch. Okay, wir brauchen wieder zwei Batterien, um hier... Da ist einer, da kommen wir aber nicht rein. Wie kommen wir da dran? Können wir das irgendwie aufmachen? High Voltage? Ist das so? Weiß ich jetzt nicht. Okay, da oben ist ein Luftschacht. Ich glaube, wir müssen weiter. Es geht nicht anders. Misty Light, wo sind Sie? Alles klar, ich bin raus. Ich hab keinen Bock mehr. Nee. 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 Wenn die jetzt auch noch anfangen, hier rumzuzappeln, wie was weiß ich, dann ist es vorbei. Dann reicht's auch. Dann ist gut. Oh, da ist eine Batterie. Ich dachte, ich gehe zurück. Was ist nur aus den Ninja Turtles geworden? Okay, ich hör auf, Mann. Leute, das ist Stress. Das passiert, wenn man die Katze zu viel füttert. Okay, Konzentration. Wir sind die Besten auf der Welt. Und wir haben keine Angst vor irgendjemandem, okay? Alles ist scheißegal. Ja, spätestens wenn wir da drunter durchlaufen, wird uns der Arsch aufgerissen. Das ist einfach Fakt. Wie kommen wir da rein? Wir müssen... Nee, wir müssen da lang... Warte. Ganz ruhig. Schön Ruhe bewahren, das ist wichtig. Hier sind wir hergekommen, oder? Ja. Danke für den Tipp. Vielen Dank. Okay. Vielleicht sollten wir auch nicht mit irgendwelchen Vorurteilen da reinlaufen, sondern wir gehen einfach dahin, ne? Vielleicht ist mit Misty Light ist einfach super gelaunt und möchte uns einfach Kuchen geben. So einen richtig schönen Käsekuchen, so einen cremigen, wisst ihr? So. Mit Blut. Science. Warum kann man sich hier nicht um die Ecke biegen? So, wo ist die hingelaufen? Wohin? Misty Light, mach die Tür auf. Okay, Strom. Oh nein, die haben das Video geschaut, ne? Kein Wunder, dass die alle draufgegangen sind. 7 Tage später, alles vorbei. Das ist der Plot. Wait, I recognize you. Nee. Yes, I remember. You used to work here. Nee. How are you? Nee. Alive. Was? Huh? Ich,
Ich möchte mich nicht unterhalten. Oh. Ich möchte nicht. Nee. Barb says you're looking for your coworkers. Wer ist denn Barb? Catnap wouldn't like that you're here. Doch, ich hab gefragt. You should leave. Nee. For your own safety. Wie komm ich da hoch? Ah! Oh, scheiße. Okay, Leute, wir wurden offiziell recognized und ich glaube, wir werden offiziell gesucht. Hä? Wie komme ich denn da? Also, wir können uns gerne nochmal unterhalten. Wie gesagt, ich fand den Vorschlag mit dem Kuchen eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Natürlich muss es jetzt in den engen Luftschacht rein. Leute, wir sind mutig. Wir sind krass. Ich spüre, wie der Mut nachlässt. Oh, das ist gut. Wir sind die Besten. Wir sind die besten Geheimagenten der Welt. Okay, warte. Lass doch nicht los, was ist mit dir? Bestimmt können wir jetzt einfach so zurücklaufen, oder? Wer raschelt da die ganze Zeit? Also entweder irgendjemand hat sich hier Popcorn gekauft, oder... Alles gut. Ach ja, die sind nicht böse. Keiner will uns. Ne? Keiner will uns. Alles cool. Hier. Ah. Rein. Okay, und jetzt brauchen wir Strom für... Hopp. Wir leben noch. Wir leben noch. Aber ich glaube, Betonung ist auch noch, oder? Und warum ist meine Lampe aus? Oh. Okay, die Betonung ist aber sowas von auf noch. Leute, ihr könnt euch aber ruhig schon mal vorstellen jetzt, ne? Also wenn ihr euch schon ankündigt. Dann sollte man auch mal Hallo sagen. Also es kommt darauf an, wie ihr Hallo sagt, aber das fände ich schon ein bisschen höflich. Wo ist die scheiß Kassette? Ich will die Kassette sehen. Ich habe kein Licht, gar nichts. Weiß jemand, ob die im gleichen Raum ist, ohne zu spoilern? Oder... Nee, das ist ein Buch, das sind keine Kassetten. Ich glaube, wenn, dann wird man das auch besser erkennen, oder? Es wird nicht einfach so ein dunkles Ding sein. Ich will mir die Kassette angucken. Hier! Ja! Die Profis, Alter. Ich hab's gesagt. Okay, rein. Das machen wir übrigens nicht, um uns abzulenken. Nein, nein. Where are the kids? Please, where are the children? Was ist das denn? Are they... in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Is that Bob? Oh. Can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Okay, das kann jetzt aus. Sag ich ja. Alle Gastfreunde hier. Alle absolut happy. Oder nicht? Junge, es wird gleich irgendwas sowas von
unseren Kopf bumsen, das ist so klar. Überall haschen die hier vorbei im Schatten. Komm, zeig dich, komm. Du bist doch da auch, oder nicht? Oder hier. Okay, Strom. Das ist viel zu ruhig hier. Und das ist halt das Schlimmste. Da ist ein Brief, natürlich. Als wäre das eine Falle. Das könnte die perfekte Falle sein, Leute. Was meint ihr, was passiert, wenn wir uns super unter dem einzigen Lichtkegel stellen, der in diesem Scheißgebäude leuchtet? Aber auch das sind wahrscheinlich nur Vorurteile. Deswegen gehen wir in das andere Zimmer. Natürlich! Gut, wir spielen mit. Das Loch in mir scheint nach... Das Loch in mir schreit nach Essen? Junge, du sollst mal auf Toilette gehen, Alter. Ich kann an nichts anderes denken als daran, wie hungrig ich bin. Ich habe kaum noch die Kraft, mich vom Boden aufzurichten. Aber Barb spricht zu mir. Sie gibt mir Kraft. Ich habe festgestellt, dass wenn ich stillstehe, vollständig stillstehe, alle denken, ich sei tot. Das ist ein Hinweis. Barb sagt, dass ich etwas essen muss und dass die anderen Lehrer mich nicht kommen sehen würden. Alles, um das Schreien zu beenden. Wir müssen bestimmt, also wir müssen wirklich, irgendwas wird passieren und da müssen wir unseren Arsch stillhalten. Wie zum Beispiel, sowas zum Beispiel. Irgendwie sowas. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hä? Warum blinkt das? Jedes Mal, wenn in einem Spiel etwas blinkt, denke ich, da muss ich hin. Okay, wir müssen da hoch. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, ist richtig. Also das heißt, die ganze Scheiße könnten wir unterbrechen, wenn die einfachen Scheiß Snickers essen würden. Oder Mars oder was für, wo auch immer die Werbung für war. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen bei School Snake. Ja, natürlich. Mach den Gang noch ein bisschen länger, ist kein Problem. Ich weiß nicht, was passiert. Nein, nein. Ich hab gar keinen Schimmer, was hier passiert. Scheiße, ich verpasse die immer. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn diese ganzen Momente so dodgen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist alles Taktik. Wenn wir die Angst nicht anschauen, dann weiß die Angst auch nicht, wo wir sind. Ah ja! Ist wieder jemand in den Rasenmäher gelaufen, ne? Not a good listener, are you? Doch! You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. Oh, du willst mich nicht schreien hören. I look forward to finding out. Du willst mich nicht schreien hören. Das sagt der Chat auch immer. Das willst du nicht. Okay, wir haben hier Strom. Aber warum, also worauf warten wir hier gerade? Es muss irgendein Kommando geben, wo hier komplett die Luzi abgeht. Okay, hier kommt Strom. Und dann? Oh ja, vertrauenswürdig. Ich gebe dir sofort meine Adresse, lass uns Nachhilfeunterricht nehmen. Okay. Herzlich willkommen bei Lethal Company. Gitter ist wieder unten. Hello students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Oh ja, ich drück den Knopf, ist kein Problem bei dir. Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison,
The Earth around the equator is almost 25,000 miles. Warte mal, wirklich jetzt? Ist das ein Fakt? The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. Okay, ist das im Ohr drin? Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Junge, wahrscheinlich haben die hier keine Frösche seziert, sondern einfach Menschen, Alter. Ich fühle mich immer wohler hier, Leute, muss ich sagen. Das ist wirklich toll. Also mir wird langsam warm ums Herz. Okay, die Tür geht nicht auf. Warum? Was soll das? Was bedeutet das? Wir haben hier keinen Strom. Ey, irgendwas, sobald wir das aktivieren, wird so... Also wir werden sowas von den Strom Dreck... Wo geht das Kabel hin? Hä? Wohin denn? Geht nicht. So geht das nicht. Oh, warte mal. Ich hab meine Hausaufgaben! Ich bewege mich nicht, oder? Wir bewegen uns nicht, oder? Oh nein, jetzt sag mir nicht...